Jahren im Gesundheitswesen tätig und bin außerdem aktiv im Orga-Team Ückermünde. Und da hat mich ein Brief erreicht. Ein Brief erreicht von einer Auszubildenden im dritten Lehrjahr zur Pflegefachfrau. Den würde ich euch gerne vortragen. Das ist echt der Hammer. Hallo, ich bin Auszubildende im dritten Lehrjahr zur Pflegefachfrau und wende mich auch stellvertretend für meine Mitschüler mit diesem Schreiben an euch, weil ich hoffe, dass ihr diesen Brief verlesen werdet und ich mit meinem Anliegen viele Menschen erreiche. Auszubildende in der Pflege fühlten und fühlen sich während der Corona-Pandemie häufig hilflos und alleingelassen. Wir erleben gestresste Pflegefachkräfte und wenig bis gar keine Anleitung. Vor allem Pflegesituationen mit schwer kranken Patienten werden kaum besprochen und reflektiert. Strukturiertes Lernen mit einer Reflexion, wie es in einer vollständig angeleiteten pflegerischen Handlung vorkommt, haben wir kaum erlebt. Wenn wir Azubis, isolierte Patienten pflegen, waren wir überwiegend allein im Zimmer, das heißt ohne Begleitung einer Pflegefachkraft oder gar Praxisanleiter. Zudem mussten wir wiederholt auf anderen Stationen aushelfen oder wurden versetzt. Häufig wurden wir aus dem Frei geholt und mussten einspringen. In der Corona-Zeit hätten wir mehr Schutz als vorher benötigt. Deshalb wäre es dringend nötig, dass auf jeder Station freigestellte Praxisanleitungen gewesen wären, die sich um unsere Fragen und Anleitung kümmerten. Denn die Aufgabe der Praxisanleitung ist es, die Auszubildenden schrittweise an die Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann heranzuführen. Zum Führen des Ausbildungsnachweises nach § 3 Absatz 5 anzuhalten und die Verbindung zur Pflegeschule zu halten. Die Praxisanleitung muss in einem Umfang von mindestens 10% erfolgen, der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit geplant und strukturiert auf der Grundlage des vereinbarten Ausbildungsplanes. Wenn durch Quarantäne, Krankheitsfälle oder durch vermehrten Einsatz in den Corona-Maßnahmen Fachkräfte zur Unterstützung abgerufen werden, fehlen sie in der Ausbildung. Die gesetzlich geforderten Zeiten der Praxisanleitung der Auszubildenden sind so teils nur schwierig zu erfüllen. Auch sind Corona-bedingt viele Fehlzeiten bei uns Azubis zustande gekommen. Teils, weil wir selbst an Corona erkrankten oder Kontaktperson waren. Ein Mitschüler musste sich zum Beispiel symptomfrei dreimal in Quarantäne begeben. Was das unterm Strich bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Wir haben fast alle eine hohe Anzahl an Fehlzeiten oder eben nicht annähernd genügend Praxisanleiterstunden. Und was jetzt kommt, ist der Hammer. Die Konsequenz ist, dass wir vom Landesprüfungsamt nicht zur Prüfung zugelassen werden. Wir sind verzweifelt, frustriert und können uns nicht vorstellen, dass wir 3 Jahre in eine Ausbildung investiert haben, die Arbeit trotz der extrem hohen psychischen und physischen Belastung gern gemacht haben, uns immer mit bestem Gewissen um die Patienten gekümmert haben und jetzt so im Stich gelassen werden. Herzliche Grüße. Ja, so viel zum Brief. Also ich bin sprachlos, ich bin entsetzt, muss ich sagen. Wir reden über einen Fachkräftemangel und einen Pflegenotstand und das nicht erst seit heute. Ich fordere, dass es an der Zeit ist, einzusehen, dass besondere Herausforderungen auch besondere Lösungen herbeiführen müssen. Machen wir uns bitte stark für diese jungen Menschen, die vielleicht auch einmal uns pflegen. Ich habe mich mit diesem Brief sofort an die Gruppe, an die Orga-Gruppe Wir wollen bleiben gewandt, habe auch ganz zeitnah eine Antwort bekommen, die dann wie folgt lautete: Wir werden schauen, ob wir diese Zeilen oder zumindest dieses Thema in die Presse bekommen. Wir wollen bleiben, wird zusätzlich den juristischen Weg gehen und alle rechtlichen Belange prüfen lassen. Über etwaige Kosten braucht sich wie gehabt keiner Gedanken machen. Solange es geht, übernehmen wir das. Den Azubis sagst du bitte beste Grüße von uns und wir werden uns für sie genauso stark machen, wie wir es in den letzten Monaten für alle anderen getan haben. Dafür möchte ich ganz kurz Danke sagen.
sagen, ein ganz großes Dankeschön an diese Gruppe, die ehrenamtlich helfen, die wirklich auch vor die Haustür gucken, die nach links und rechts gucken. Und dafür möchte ich Sie sensibilisieren. Gucken Sie auch auf die Probleme anderer Menschen, gerade jetzt auf unsere kleinen Azubis, die wirklich ganz, ganz viel geleistet haben in dieser Zeit. Die sind Experten ihres Fachs geworden, auch ohne Prüfung, das versichere ich Ihnen. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Anke. Das war mal ein Blick hinter andere Kulissen.